Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2. Ja, es geht mal wieder weiter. Und nein, ich habe nicht vergessen, was wir letztes Mal gemacht haben. Und ich habe meine Videos auch nicht neu angeguckt. Bin ich gut oder was? Auf jeden Fall, wir müssen weiter mit den Magiern reden. Hey, du. Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt, so außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Nerdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ja. Licht. Licht. Licht, Licht. Licht. Weiter geht's. Drei Folgen heute. Mit Myxia haben wir schon geredet, nur eben Lernpunkte 21. Wir lernen was bei ihm. Ist ja logisch, ne? Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen, wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ja. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ja, es gibt noch eine Stufe und dafür, das ist die der Priester und dafür haben wir zu wenig Lernpunkte, aber was soll's. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Ja, dafür fehlen uns noch ein Level ab, dann lernen wir das. Weil diese Sprachen sind wichtig, denn die Schrift... Was war das denn gerade? Diese Tafel, ne? Die werde ich... Also Bogenschütze und so, Armbrustschütze kann ich jetzt alles schon machen. Aber Lebensenergie auch, aber Magie und... Magie werde ich mir aufbewahren, weil... Die bringen Boni, das hier ist Mana. Und ab 90 Mana kostet es mir zu viel. Ab 90 Mana werde ich nur noch durch Boni
Mana machen, also lernen. Deswegen fangen wir mal an. Yay. 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 Und halt diese 1 dahinter ist, welche Stufe wir brauchen. Wir haben ja bis zu Stufe 2 gelernt und die dritte lernen wir als nächstes. Yay. Jetzt haben wir noch die. Hier, die können wir nicht. Das kann ich nicht lesen. Die hier werde ich mir aufbewahren. Einhandkampf. Zack. So, Leben können wir. Und die beiden, ja, wie gesagt, wir sehen. Bam. Nein. Ja, ein bisschen mehr Leben. Mana ist immer noch dasselbe. Ihr denkt jetzt schon, was? 90 Mana hast du schon? Ja, nur durch Boni. Ich meine 90 Mana, wenn man die Boni, die Sekundären, die nicht immer da sind, wegzählt. Ich schlafe jetzt erstmal einen Tag und dann werden wir uns um die Ornamente bzw. Portale kümmern. Und dazu ziehe ich mich kurz um. So, Feuerrobe. Mana haben wir wieder voll. Gut. Ihr werdet sehen. Bla, das hier war der Raum, oder? War ja das? Ja, das war ja. Ah, nee. Oh, ich habe früher so lange gebraucht, um diesen Kackraum zu finden. Da ist das Teil. Hi. So, warte noch einmal kurz anschauen. Ja. Da sind wir. Da, oben rechts. Ah, ich dachte, wir kommen jetzt erst bei woanders raus. Lauf. Hallo Jungs. Ich will nicht mit den Ork kämpfen. Der Ork soll von Stadtwachen erlegt werden. Ich habe erst gedacht, wir kommen jetzt bei. Ah, Heilige! Ja, jetzt sind wir bei der Stadt. Viel weniger. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Komm her. Der Ork läuft amok. Wir sind vor der Stadt gelandet. Boah. Wie ihr seht, von ganz rechts nach ganz links. Bis wir Teleportersteine haben, ist das extrem nützlich. So, lauf amok. Genau, Erfahrung. Ja, eigentlich habe ich gedacht, wir landen woanders, deswegen habe ich mich gerade so erschreckt. Ich habe die Portale verwechselt, denn jetzt gehen wir mal ins nächste. Sonst hätte ich nämlich vorher abgespeichert. Das nächste ist eigentlich nicht so fies. Eigentlich. So. Hier die kleine, nette Höhle. Hallo. Das ist ja passend, Liederbeute. Spruchrollen. Noch mehr Spruchrollen. Wie lange noch? Oh, nicht mehr lange. Dann guck ich mal, was habe ich gekriegt. Mittlere Wunden heilen. Blitz. Also nur Kacke. Außerdem hier. Zack. Gold. Boah, da habe ich mich jetzt aber erschreckt. So, weiter geht's. Das heißt, weiter geht's in der Truhe. Uhuhu. Ja. Weiter geht's in der nächsten Episode. Warum sage ich das? Warum schneide ich nicht einfach? Bla.